Liebe Zuschauer, Wolfgang Kohlhase ist der bekannteste Drehbuchautor der DDR. Er schrieb das Buch zu dem Spielfilm Der Bruch, der ersten Koproduktion zwischen der DEFA und dem WDR. Der Film ist in diesen Tagen in den bundesdeutschen Kinos angelaufen. Dorothea Neukirchen, Spielfilmregisseurin und Journalistin, hat Wolfgang Kohlhase porträtiert. Dreharbeiten zum Kinofilm Der Bruch, eine Ost-West-Koproduktion. Aus, danke schön und bitte wieder zurück. Julian, eine der Hauptfiguren im Film, wird auf dem schwarzen Markt von zwei sogenannten Kippern übertölpelt. Danke aus! Peter, müssen Sie nicht... Sehr schön, danke aus, sehr schön. Wolfgang Kohlhase, der Autor des Drehbuchs, ist anders als bei uns üblich häufig mit am Drehort. Bei Massenszenen mit großem Komparsenaufgebot kann er als Berater allerdings wenig tun. Warum ist er auch heute hier? Also nicht, weil ich wusste, dass Sie kommen, das habe ich ja heute früh erst... Ich bin eigentlich gekommen, weil es der vorletzte Drehtag ist. Man geht sehr schnell, gehen alle wieder auseinander. Und ich wollte einfach dabei sein, wollte gucken, wie es geht. Hält Sie das nicht ab, von Ihrer neuen Arbeit davon eine neue Idee zu finden? Ja und nein, weil man ja, wissen Sie, Sie würden ja einen Regisseur nicht fragen, warum er nicht seinen nächsten Film anfängt, bevor er seinen vorigen fertig hat. Merkwürdigerweise fragt man das immer Autoren, als würden die so etwas sein wie ein Automat. Also sie geben irgendwo ein Buch ab und gehen sofort ins stille Häuschen und schreiben das nächste. Streng genommen mache ich ja hier, wenn ich hier dabei bin, wenn ich mich an dieser oder jener Inszenierungskleinigkeit beteilige oder was. Wissen Sie, ich mache ja nicht nur Lebenserfahrung, ich lerne Leute kennen, ich mache ja auch Kunsterfahrung. Ich lerne was dazu, weil ich sehe zum Beispiel, geht das, was man sich gedacht hat. Wolfgang Kohlhase wurde 1931 als Sohn eines Maschinenschlossers in Berlin geboren. Bei Kriegsende war er 16. Er ging vor dem Abitur von der Schule ab, arbeitete bei einer Jugendzeitschrift, dann als Schriftsteller und Dramaturg bei der DEFA. Mit 23 hatte er seinen ersten großen Erfolg als Kinoautor. Insgesamt schrieb er die Bücher für 17 Kinofilme, außerdem Hörspiele, und er veröffentlichte Prosa. Er bekam mehrere Preise, unter anderem zweimal den Nationalpreis. Wo hat er sie stehen? In einem Schubfach. Also die stehen da nicht, die liegen da. Wissen Sie, Preise sind Ermessensentscheide. Ich habe mal einen Preis sehr früh bekommen. Mit dem ersten Film. Das war natürlich märchenhaft und... war auch sehr hilfreich, weil manches geht dann leichter. Ich hänge eigentlich von einem bestimmten Platz nicht ab. Aber draußen ist es so, dass ich habe kein Telefon, vorsätzlich nicht. Ich stelle also fest, dass es eine gewisse Hilfe ist, draußen zu sitzen, bei diesem schwierigen Geschäft sich zu konzentrieren und zu motivieren. Ich glaube schon, es geht besser draußen, ja. Draußen, eine knappe Autostunde von der Berliner Stadtwohnung entfernt, verbringt Kohlhase etwa ein Drittel seiner Zeit. Schreiben Sie jeden Tag irgendwelche Beobachtungen, irgendetwas auf? Ich täte es, weil ich glaube, ich vergesse Sachen, die mir wichtig sind. Sachen, von denen ich sage, die merkst du dir im Hinblick auf
irgendetwas vergesse ich zum Teil. Ich habe diese kleine, aber offensichtlich doch große Disziplin, dieses berühmte Notizbuch zu führen, immer mal angefangen, nie durchgehalten. Ich gehe eigentlich herum mit der zweifelhaften Hoffnung, dass ich die wirklich wichtigen Dinge nicht vergesse. Hätten Sie auch was anderes werden können? Sicher. Sicher. Was? Keine Ahnung. Ich war relativ ziellos und zuerst habe ich gedacht, nach dem Krieg, so ein Freund von mir, dessen Vater war Architekt und er lernte Zimmermann und wir dachten, das ist alles kaputt, das muss wieder gebaut werden. Also das ist sozusagen ein Feld zum Arbeiten. Ganz sicher habe ich eine Neugier oder ein Interesse an Leuten und Umständen. Das hätte ich auch, wenn ich was ganz anderes machen würde, glaube ich. Und wiederum die Lust, so, wenn man etwas bemerkt hat, wenn man etwas eigentümlich findet, es weiterzuerzählen, das hatte ich eigentlich auch sehr früh. Das muss ja überhaupt nicht in so einen Beruf führen. Nicht? Sie wissen, es ist ganz merkwürdig, es gibt Leute, die gehen einmal ums Haus und haben was erlebt und es gibt Leute, die fahren zum Nordpol und zurück und haben nichts erlebt. Also das Erleben, sagen wir mal, die gewisse Bereitschaft zum Erleben ist sicherlich noch vorgesetzt. Vor dem Punkt, wo man auf den Gedanken kommt, was man erlebt hat, könnte man wieder erzählen. Начинай. Алло. Алло. Sie wünsche? Wir sind Parlamentäre. Was wünsche Sie? Wir sind die Parlamentäre, öffnen Sie! Ich war 19 ist ein Kriegsfilm. Welche Mittel wurden angewandt, um dem Klischee zu entkommen? Wenn man zum Beispiel im Kino Soldaten mit gestandenen Männern besetzt, kriegt plötzlich Krieg etwas eigentümlich Natürliches. Es scheint deren Geschäft zu sein, Krieg zu führen. Wenn man sich die Mühe macht, das so zu besetzen, wie es eigentlich war, entsteht eine zweite Nachricht. Welcher Wahnsinn. Oberst-Leverenz, Kommandant der Festung. Kapitän Gehmann. Kapitän Gehmann bevollmächtigt dafür die Kapitulationsverhandlung. Oberleutnant Schenk, Herr Adjutant. Das erwartet man nicht unbedingt, dass dort nicht ein Monster von einem Feind vom Balkon steigt, sondern ein etwas melancholischer Mann, der zwar nur wenige Sätze hat, aber man begreift, dass es diese Generation von deutschen Militärs, die sozusagen immer die Schlachten gewonnen und die Kriege verloren haben, also die in den grundsätzlich falschen und nicht gewinnbaren Kriegen tätig waren. Es riecht nach Frühling. Unverwechselbar. In meiner ersten Garnison, noch lange vor dem Ersten Weltkrieg, gab es einen Park voller Akazien. Nicht übersetze, das ist nur zu dahin gesagt. Sage Sie, der bevollmächtigte Offizier, dass sich SS in der Festung befindet. В крепости находится СС-овцы. Да, я понял. Was meint ihr?
Er hat verstanden. Taube Zucker. Spielfilme sind teuer. Das Geld dafür kommt in der DDR vom Staat. Drehbücher müssen vom Chefdramaturgen und vom Studiodirektor abgenommen werden. Das kann ja durchaus mit heftigen Meinungsverschiedenheiten verbunden werden. Da es aber wiederum den schönen Ort nicht gibt, wo jemand sagt, nimm mein Geld und sag mir nicht, was du vorhast, so streite ich mich, wenn ich es recht bedenke, vielleicht doch lieber über den Inhalt eines Films, über seine Ambition in der Öffentlichkeit, über seine mögliche Wirkung, als ausschließlich und zuerst über den Rücklauf des Geldes. Was war der Tiefpunkt in Ihrem künstlerischen Leben? Muss man einen haben? Ich meine, also ich muss jetzt überlegen. Was war der Höhepunkt? Fällt mir genauso schwer. Ich glaube, wissen Sie, das Ganze hat ein bisschen mit Langstreckenlauf zu tun. Man muss auf der Bahn bleiben. Und dann ist es sehr komisch. Dinge, die einem sehr schwer fallen und an denen man sich sehr anstrengt, werden nicht so gut. Manchmal. Dinge, die man relativ mit leichter Hand macht, werden gut. Manchmal. Ich glaube, dass mit einer mittleren Mühe, die man aufbringen muss, auf lange Zeit, kriegt man ein entsprechendes Resultat letztlich. 1965 ist ein Film, dessen Buch Kohlhaase geschrieben hat, der Zensur zum Opfer gefallen. Hat ihn das aus der Bahn gebracht? Gut, niemand hat sowas gern. Und es haben damals auch Konflikte begonnen, die nicht einfach gleich wieder aus waren. Das war ein Film, den ich mit Gerhard Klein gemacht habe und der nebenbei gesagt jetzt zu sehen ist in Kunstkinos. Nur wissen Sie, ein Film, der 20 Jahre später auftaucht, gerät, sagen wir mal, zum zweiten Mal in eine negative Sensation. Nämlich jetzt gehen die Leute hin und wollen immer sehen, wo ist denn die Stelle, weshalb der nicht da rausgekommen ist. Die Stelle findet man nicht mehr. Es gibt keine Stelle. Nun ist natürlich ein Film, der nicht herauskommt, ist gar nichts. Es ist kein Vorgang für einen selbst, kein Vorgang für die Öffentlichkeit. Und man kann dann natürlich nicht einfach so weitermachen. Ich habe dann, weil ich mich auch nicht nur in die Ecke setzen wollte, zusammen mit einer Mitautorin ein Hörspiel geschrieben. Das hieß Fisch zu viert und war eine Kriminalkomödie im Biedermeier. Das war alles der blanke Vorsatz. Also wir haben uns das ausgedacht, sagen wir, machen jetzt Biedermeier. Es sind ja viele von Ihren Kollegen rübergegangen. Sie sind hier geblieben. Warum? Hier gehöre ich her. Hat es nie die Versuchung gegeben, selber auch zu gehen? Nee, für mich hat es das nicht gegeben. Ich arbeite hier. Ich glaube, dass ich hier arbeiten kann. Ich glaube, dass es, wo immer man arbeitet, die Chancen in der Nähe der Konflikte liegen. Ich glaube nicht an eine sozusagen Welt frei von Konflikt. Und ich denke immer, wissen Sie, man sucht sich seine Zeit nicht aus und man sucht sich seine Eltern nicht aus und man sucht sich sein Land nicht aus. Und eine gewisse Freiheit beginnt genau in dem Moment, wo man das verstanden hat. Vater. Alter Fischen, ja. Ja, ich bring dir ein paar Pflaumen. Ja, komm. Wie jetzt? Na ja, vielleicht.
Vater, alles, was du sagst, ist dort drauf. Sag mal, hier habt ihr doch, erinnerst du dich, hier habt ihr doch immer angeschrieben, die Gewichte von den... Jedes Mal. Von den Kaninchen? Ja. Und erinnerst du dich an dein Größtes, an das Schwerste? Na ja, das war ziemlich 5 Kilo. 5 Kilo? Ja, 9 Pfund über. Ja, könnte das sein hier, wa? 9? Schon möglich, siehst du, da habe ich noch in Erinnerung. Ja, 9 also. Nach Hause kommen ist nach wie vor schön und auch wichtig für mich. Ich weiß, dass man kann sich ja auch im Konflikt befinden zu seiner Herkunft. Das ist die andere Möglichkeit, dass man eigentlich durch einen Bruch gehen muss, um wieder zurückkommen zu können. Aber das war bei mir eigentlich nicht der Fall. Man kann natürlich nicht verhindern, dass die Entfernungen größer werden, zurück in die Zeit, zurück an den Ort, zurück zu den Leuten. Man entgeht nicht dem Wechsel der Lebensweise. Zum Wechsel der Lebensweise gehören verschiedene Ämter. Kohlhase ist Mitglied im PEN-Zentrum, Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband und Sekretär der Sektion für Literatur und Sprachpflege in der Akademie der Künste. In dieser Eigenschaft leitet er ein Büro mit 7 Mitarbeitern, entwirft Programme für Diskussionsveranstaltungen der Mitglieder und nimmt offizielle Termine wahr. Meine Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrter Herr Krumpholz, ich begrüße Sie in der Akademie der Künste aus schönem Anlass. Der Leon Feuchtwanger Preis ist zu vergeben. Er weiß nicht, ob er daran teilnehmen soll. An dem was? An unserem. Ja. Und was kann man tun, meine ich? Wir einfach entscheiden, er meint, er hat keine Theatererfahrung. So. Aber er wäre interessiert. Ich habe das Gefühl, ich bin für solche Dinge eigentlich nicht geeignet. Also ich habe das Gefühl, es geht mir nicht leicht von der Hand. Ich tue das, weil ich natürlich verstehe, dass man über das hinaus, was man direkt arbeitet, sich beteiligen muss, wenn man auf Dinge von öffentlichem Interesse einwirken will. Nicht? Sind Sie ein uneitler Mensch? Muss ich da passen, weil natürlich gehört sich nicht zu sagen, man ist eitel, aber sicher ist jeder Mensch eitel. Man trägt das sicherlich nur ganz verschieden. Nicht? Also. Sind Sie Moralist? In dem, was ich arbeite oder komplett oder? Also wenn ich einen Film mache, der sich mit hiesigen Verhältnissen beschäftigt, so will ich natürlich versuchen, etwas ins allgemeine Bewusstsein zu heben, was unerledigt ist und was mir wichtig ist. Andererseits reicht es ja nicht, im Kino ein Problem auszurufen. Die Probleme werden ja auch nicht im Kino gelöst, sie werden in der Gesellschaft gelöst. Unsere Gesellschaft, die sich zuständig fühlt, die eigentlich nicht wegsehen kann, wenn etwas nicht in Ordnung ist, neigt infolge dieses Zuständigkeitsgefühls sehr oft dazu, dass sie öffentlich lieber über die Dinge redet, für die es Lösungen gibt. Und nicht über die Dinge, für die es keine Lösung gibt oder für die sie schwer zu finden sind. Auch in der DDR wird der Kinomarkt vom amerikanischen Film beherrscht. Was kann der DDR-Film dagegen setzen? Also wir haben natürlich, ob wir wollen oder nicht, diese Konkurrenzsituation. Und ich habe gelegentlich gesagt, also was wir nicht tun können, ist größere Autos von höheren Brücken stürzen lassen. Was wir aber tun können, und niemand kann es, wenn wir es nicht tun, das ist im Kino unsere eigenen Lebenslagen zu verhandeln. Das wiederum kann uns niemand wegnehmen. Was empfinden Sie als die schwierigere Arbeit? Das Denken oder das sich hinsetzen und schreiben? Ich glaube, die schwierigere Arbeit ist,
ein Sujet zu finden, also das eigentliche Motiv eines Films. Das hat die objektive Seite, dass man dieses Motiv finden muss. Die subjektive Seite, dass man in sich selbst die Zuversicht aufbauen muss, es wäre eins. Macht es Sie nervös, wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Sujet sind und zu lange keins auftaucht? Ja, sollte mich nervös machen, oder? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich bin ja nicht so wahnsinnig fleißig, wissen Sie. Kochen Sie gern? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich esse, will ich mal abgeschwächt sagen, ganz gern. Also Essen ist nicht die Hauptnummer meines Lebens. Was ist die Hauptnummer in Ihrem Leben? Leben. Treiben Sie Sport? Ein bisschen. Sie essen gern, aber es muss auch nicht sein. Sie treiben Sport, aber es muss auch nicht sein. Sie scheinen viel Freiraum zu haben in Ihrem Leben. Das ist vielleicht richtig. Also wenn Sie es so meinen, dann versuche ich mit so vielen Dingen wie möglich. Es glückt ja wirklich nicht immer. Aber die Arbeit nicht ausgeschlossen. Ich versuche mich spielerisch dazu zu verhalten. Welche Rolle spielen Kinder in Ihrem Leben? Ich habe keine, was mir leid tut. Aber ich kann mit niemandem schimpfen, weil ich relativ spät geheiratet habe. Und also ich habe sozusagen die vielen Türen nicht benutzt, die in ein Familienleben mit Kindern geführt hätten. Emilke Pöstini, Ungarin, ist seit 12 Jahren mit Wolfgang Kohlhase verheiratet. Sie ist Choreografin und überwacht hier die Wiederaufnahmeprobe ihres Balletts Der Dompteur in der Dresdner Staatsoper. Ist mein härtester Kritiker. Also, und er ist da, Gott sei Dank, sehr ehrlich mit mir. So im Guten wie im Schlechten. Manchmal nimmt er mir auch Mut, wenn er zu früh negativ kritisiert. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass seine Meinung immer zutrifft. Obwohl er ist ja nur jetzt keine wirkliche Ballettkenner, glaube ich. Aber trotzdem, er hat so eine sichere Meinung, ich glaube, überhaupt zu Kunst. Ich habe mich schon gewundert beim Draufsitzen, ist ein bisschen hoch. Henry, ich bin so erschrocken. Das Gute ist. Ich habe mich schon gewundert. Das ist sehr gut. Ich kam nicht hoch. Nein, ohne das geht das nicht. Die Ansatz, ja. Nachher die Bewegung, das Ziehen ist gut und auch, dass du dich breit machst, muss der Ansatz von dem Ballett, muss ein bisschen stärker betont werden. Gut. Ja? Man schreibt beispielsweise oder etwas anderes macht. Natürlich, man macht das immer für alle, das heißt für jede anonyme Öffentlichkeit. Und gleichzeitig macht man es für 2, 3, 4, 5 Menschen. Zuallererst soll es mir selbst gefallen. Das ist aber, dann soll es auch denen gefallen, mit denen ich lebe, nicht? Und wenn es da eine Solidarität gibt, ist das eine wichtige Sicherheit fürs Arbeiten, die gar nicht sehr viele Worte braucht.
mit Wolfgang zu leben, macht es Spaß, weil er Humor hat und weil er wirklich ein sehr guter Unterhalter ist, Geschichtenerzähler und so. Aber was für mich auch ein Problem bei ihm ist, irgendwo bei ihm ist ein Wand, ganz tief drin. Und diese Wand, glaube ich, kann keiner durchbrechen. Das ist seine Welt, das behält er für sich. Und ich glaube, da ist der Kern drin, wovon er dann diese Geschichten erzählt. Ich muss feststellen, dass ich da oft feststelle, dass ich meinen Mann nicht wirklich kenne. Musikbesprechung für den Spielfilm Der Bruch. Eigentlich müsste sogar die Rückfahrt noch, nämlich das ganze Geld müsste eigentlich noch. Lass uns das bitte noch mal kontrollieren. Fahrt noch mal, lass den Ton mal leise laufen und legt mal noch die Musik mit dazu, damit man noch mal ein Gefühl kriegt dafür, ob man das nicht womöglich sogar noch um ein paar Sekunden länger stehen lassen muss. Ja, ich will es auch noch ein bisschen länger machen. Ja. Komödie ums Geld, allerdings ums Geld vor der Währungsreform. Wäre auch eine Komödie über Ostgeld und Westgeld hier denkbar oder würde das unter die Tabugrenze fallen? Nö, das glaube ich nicht. Meine Ost- und Westgeld sind in der Welt und in dem Sinne ist das kein Tabu. Sie fahren ein westliches Auto, Sie dürfen rüber in den Westen. Insofern unterscheidet sich Ihre Wirklichkeit hier von der meisten DDR-Bürger. Ist das irgendwie ein Problem? Meine Wirklichkeit ist ja nicht anders. Meine Wirklichkeit hat nur möglicherweise einen weiteren Aspekt, aber es ist ja nicht anders. Ich meine, ich lebe hier und wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich wohne in diesem Alltag und zwar auch innerlich, also nicht nur geografisch, sondern mit dem Herzen, dann könnte ich sicher über diese Realität nicht schreiben, aber ich lebe ja kein völlig anderes Leben. Sind noch nicht alle reich? Ja, es ist so, was Gartenarbeit betrifft, so bin ich als Kind schon ein bisschen verschreckt worden, weil meine Eltern hatten einen Garten, nicht direkt da, wo wir wohnten, sondern ein paar Ecken weiter. Ich musste immer Johannisbeeren pflücken und ich hasste es, Johannisbeeren zu pflücken. Erstens ging es von meiner unersetzlichen Zeit ab, aber ich aß sie auch nicht gern, sie waren mir zu sauer. Und dann habe ich manchmal in den Korb, um den es ging, habe ich dann 3-4 große Gurken gelegt und oben drüber Johannisbeeren. So war ich schnell wieder weg und wenn es den Ärger gab, es natürlich am Abend, wenn meine Mutter den Korb auspackte und ich sagte dann, ich dachte, du freust dich, wenn ich dir außerdem noch ein paar Gurken mitbringe. Und ich denke, wer solche Tricks verwendet, schon als Kind, der landet früher oder später beim Kino. Ich will mal so sagen, ich habe nicht alles, was ich gerne machen wollte, gemacht. Aber ich habe nichts gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich weiß, was ich vorhabe. Und trotzdem ist mir der Gedanke lieb, dass ich vielleicht, dass ich nicht genau weiß, was ich in 2 Jahren mache.